in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir miteinander den Refrain des Winterliedes Jingle Bells. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie euch aus und wer möchte, kommt her zum Mitspielen. Das Lied Jingle Bells hat insgesamt 4 Zeilen mit je 4 Takten und vorne steht ein B. Ihr seht in der ersten Zeile in der linken Hand, das sind Töne mit einem Kreuz. Das hier ist das C, das erkennt, und dann ist das erhöht, das Cis. Das ist nochmal erhöht, das D über der Hilfslinie und das B erniedrigt das D und wir spielen wieder Des und C. Also, ihr habt gemerkt, das Cis und das Des ist die gleiche schwarze Taste. Wenn kein Zeichen da steht, beachtet, dass vorne ein B steht. Das gilt für dieses H. Hier gilt kein B in der zweiten Zeile, da wird es aufgelöst. Die dritte Zeile ist nahezu identisch mit der ersten und die vierte Zeile ist ähnlich wie die zweite, hat aber einen anderen Schluss. Fangen wir an. Zur Orientierung, da wo der Käfer liegt, ist das mittlere C auf dem Klavier. Das Lied beginnt mit dem A. Wir legen den dritten Finger auf das A und spielen A, 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 C, F, G, A. Nochmal bis dahin mit Zahlen 3, 3, 5, 1, 2, 3. Ich spiele weiter, Takt 5 bis 8. Der vierte Finger geht jetzt auf das B, C, B, A, 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 B, G, A, G, C und das gleiche mit Fingerzahlen. 4, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 5. In der dritten Zeile, in Takt 9, beginnt wieder das gleiche wie in der ersten Zeile. 3, 3, 5, 1, 2, 3. Der vierte Finger geht zum B, B, C, B, A, 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 A. Und jetzt kommt ein anderer Schluss. C, C, B, G, F. Ich spiele nochmal ab Takt 13. 4, 5, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 1. Ich spiele euch nochmal die ganze rechte Hand von vorne. In der linken Hand beginnen wir mit dem Daumen auf dem C1. C, halbe Note, Cis, D, Des, C, B, C, F. Nochmal, durch die Kreuze und B ist es etwas schwieriger zu lesen. C, ich gehe drüber mit dem zweiten aufs Cis. Spiel D mit dem Daumen und das Des wieder mit dem Zeigefinger und der Daumen geht runter durch aufs C. Vorsicht, jetzt spiele ich B, weil vorne ein B steht. C, F. Takt 5 bis 8, der vierte Finger liegt auf G, C, F. Jetzt wird das B aufgelöst und ich spiele A. G, C,
1. Prima, wenn du bis dahin mitgemacht hast, schalte auf Pause und spiel noch wenigstens zweimal jede Hand für dich allein. Wenn du soweit bist, schalte auf Weiter und wir spielen jetzt langsam mit zwei Händen. Takt 1 bis 4, der Daumen links liegt auf dem C, der dritte Finger auf dem A rechts. Achtung, jetzt geht der zweite links drüber aufs Cis, der Daumen spielt D und der zweite Finger wieder Des. Jetzt kommt der dritte Takt, links geht der Daumen drunter durch, links kommt die schwarze Taste B. Links auch der vierte Finger auf dem G, C, F, links, links H, links C. Die dritte Zeile ist wieder identisch mit der ersten. Ich spiele euch das Lied nochmal, ohne dazwischen zu reden. Prima gemacht, wenn ihr bis hierher angekommen seid. Ich hoffe, meine Spielhilfe hilft euch etwas. Wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, dann schreibt es in die Kommentare. Natürlich freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich sage für heute Tschüss und Happy Playing. Bis zum nächsten Mal.